Es ist doch so schön, es knallt und es bumst und die schönen Farben und am besten sich noch betrinken und es mal so richtig krachen lassen. Guten Morgen, Silvester steht vor der Tür und dieselbe Masse an Menschen, die noch vor einer Woche zum Weihnachtsfest von Nächstenliebe, Großzügigkeit und Mitgefühl geredet haben, die blasen nun diese Stimmung wortwörtlich in die Luft. Da werden Menschen mit Böllern beworfen, da wird die Feinstaubbelastung für Tage so hochgetrieben, dass laut den Daten vom Umweltbundesamt Asthmatiker die Dosis ihrer Medikamente erhöhen müssen und es vermehrt zur Einlieferung aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen ins Krankenhaus kommt. Da werden Tiere wie Vögel, Hunde und Katzen teilweise einem irreparablen Stress ausgesetzt, der dauerhaft die Sinne schädigt, da wird die Umwelt belastet. Und für was das alles? Die Tradition! Da haben wir sie wieder! Genau wie Weihnachten vor ein paar Tagen kommt sie wieder! Die fette, bierbäuchige Wampe der gesellschaftlichen Idiotie! Lieber einfach mal mit 150 Euro in die Luft geballert und zu feiern, anstatt mit demselben Geld bewusst zu konsumieren, bewusst Menschen zu helfen oder bewusst zu sparen. Aber an der Stelle nochmal der Hinweis, weil das im Weihnachtsvideo gelernt habe. Viele Menschen verstehen überhaupt nicht, worum es eigentlich geht in dem Video. Das kann ich jetzt schon sagen. Viele Menschen verstehen das nicht. Die haben es auch im Weihnachtsvideo nicht verstanden. Das Feuerwerk, das ist nicht per se schlecht. Eine Rakete oder einen Böller abzufeiern, das ist nicht per se schlecht. Die Tatsache, dass dieses unbewusst aus einem konditionierten Automatismus entsteht, das ist die Sache, die ich kritisiere. Wer für sich persönlich entscheidet, dass er kein Interesse an der Gesundheit seiner Mitmenschen hat, die unter dem Lärm, dem Feinstaub oder der Umweltbelastung oder dem durch an Silvester erhöhten Alkoholkonsum in irgendeiner Weise einen Schaden verursachen, der sollte aus Herzenslust böllern, wenn ihm das so viel Freude macht. Das sollte Raketen abschicken, das sollte alles machen. Ne? Das sollte er machen. Ich werde nie, auch nur in einem meiner Videos sagen, dass ich und meine Überzeugungen das Richtige sind. Nicht in einem einzigen Video von über 1200 Stück. Ich appelliere an die Bewusstheit, nicht an das Ergebnis der Bewusstheit. Ich offeriere euch Informationen und Inspiration. Die Menschen im Weihnachtsvideo, sie oben in der Infokarten, ihr Unterbewusstsein hat nicht die Fakten aufnehmen wollen, die zu einer bewussten Entscheidung ihrerseits beitragen könnten, sondern sie haben nur meine bewusste Entscheidung aufgrund meiner Präferenzen gesehen und das als Angriff auf ihre Komfortzone. Das wird sicher auch hier in dem Video passieren und das ist auch nichts Neues, aber daher nur nochmal explizit der Hinweis darauf, dass ich Informationen anbiete, um eure Entscheidung bezüglich Silvesterfeuerwerk zu überdenken. Also auf der einen Seite steht die Freude. Das ist das Pro, welche ihrerseits natürlich rein konditioniert ist. Unser Gehirn hat gelernt, dieses ohrenbetäubende Knallding und die Verunreinigung der Luft als angenehm zu betrachten. Gut, der ein oder andere muss sich dazu an Silvester besaufen, aber es gibt ja auch nüchterne Silvesterfans. Also das wäre jetzt so das Positive. Aber was steht denn nun alles an Informationen auf der Kontraseite des Silvesterfeuerwerks? Eine gab es ja schon genannt, Feinstaubbelastung. M10 Stundenwerte über 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter sind keine Seltenheit. Sowas wird normalerweise im ganzen Jahr nicht erreicht. Daraus resultierende gesundheitliche Probleme hatte ich auch bereits eingangs erwähnt. Ebenso wie, dass die Tiere durch die Knallerei kurzfristig oder permanenten Schaden davon tragen. Schäden an Konsumgütern, die erwirtschaftet werden müssen, sind ebenso eine Verschwendung an Ressourcen wie der Akt der Knallerei an sich. Beim Bleigießen, auch einer dieser unsinnigen Silvestertradition, entstehen Bleioxide, die in der Raumluft verdampfen. Die umstehenden Personen können diese Dämpfe über ihre Atemwege aufnehmen. Das ist ein Umweltgift, Blei. Mein Video zu Schwermetall, ne? Auch beim Anfassen der Figuren, da gelangt das Blei an die Hände. Bei Kindern, die vielleicht gleich im Anschluss ihre Hände mal in den Mund nehmen, ist es besonders gefährlich, da schon geringe Mengen die Entwicklung der Intelligenz beeinträchtigen können. Quelle: Bundesumweltamt, oben in den Infokarten, nee, unten in der Infobox. Durch die Feuerwerke und die Böller, da wird Aggression gefördert und man hat so ein wenig den Eindruck, dass es zu lange bei uns keinen Krieg mehr gegeben hat in unserem Land. So, dass Menschen irgendwie das dringende Bedürfnis haben, sich gegenseitig zu beschießen, Eigentum zu zerstören und anderen zu schaden.
Weiterhin entsteht so ein Berg an Müll, dass dies gar nicht vollständig entsorgt wird. Gerade auf den kleineren Straßen gelangt dieser Müll in Gartenanlagen oder auf die Felder, wie Substanzen wie Kunststoffhülsen oder Schießpulverreste. Die zusätzlichen Geldmittel, die die Gesellschaft dafür aufbringen muss, die werden auch, genau wie die individuellen Ausgaben zu Silvester, an anderer Stelle für viele Menschen viel, viel besser eingesetzt. Nochmal, wer all diese Argumente durchdenkt und wirklich anhand seiner Einstellung zum Leben sich für die Knallerei entscheidet, be welcome, wunderbar. Mir steht nicht zu, deine individuelle bewusste Entscheidung zu kritisieren. Ich kritisiere unbewusste Entscheidungen, weil es diese eine Sache ist, für die mein Kanal steht. Und ich habe nicht einmal was gegen die gelebte Unbewusstheit, wenn man sich dafür bewusst entscheidet. Aber das ist den meisten sowieso schon zu kompliziert. Das habe ich gemerkt in den Kommentaren und entsprechend werde ich auch weiter die Menschen so tief in der Unbewusstheit abholen müssen, dass ich manchmal an meine eigenen Grenzen komme und in den Kommentaren mich wirklich zurückhalten muss, um nicht in eine Arroganz zu verfallen. Weil ich denke, das kann doch nicht so schwer zu verstehen sein. Aber daher auch heute neben den Argumenten bezüglich Silvester nochmal ausführlicher die Grundlage der Videos. Ich will euch nicht den Fleischkonsum vermiesen. Ich will euch nicht Weihnachten vermiesen. Ich will auch euch nicht Silvester vermiesen oder sonst irgendetwas. Ich will, dass ihr anfangt nachzudenken und eure eigenen Entscheidungen trefft. Bewusst euch rausholt aus eurer Konditionierung. Ihr könnt dieselbe Entscheidung treffen wie vorher. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber denkt wenigstens mal offen und kritisch über die Dinge nach, anstatt zum Angriff gegen den Christian zu blasen, der uns alle Freude nehmen will. Ich nehme euch gar nichts. Ich gebe euch etwas. Die Chance, bewusster zu werden und eure Lebensqualität zu steigern, indem ihr erkennt, was Leben bedeutet und euch löst von dem, was ihr gelernt habt. Ich gebe euch die Chance, Teil der geistigen Evolution zu werden. Das ist alles. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Alles Liebe. Ciao.